Die Abkürzung BER verspricht erstmal eigentlich nichts Gutes. Griesgrämig denkt man zuerst an einen seit 7 Jahren funktionsuntüchtigen Flughafen. Strahlenkundige indes wissen, dass auch der atomare Forschungsreaktor in Wannsee den Namen BER-2 trägt. Betrieben im Helmholtz-Zentrum. Müssen Sie sich aber nicht merken, in 4 Wochen wird er nämlich kaltgestellt. Zum Leidwesen der Forscher ein letzter Besuch in der atomaren Versuchsanlage vor dem Rückbau. Ganz im Südwesten der Stadt in Wannsee liegt das hochgesicherte Forschungszentrum. Selbst das Überfliegen des BER-2, wie der Reaktor offiziell heißt, ist verboten. Eintritt nur für Befugte, nach gründlicher Personenkontrolle. Wie ernst das hier genommen wird, zeigt die Bewaffnung des Sicherheitspersonals. Das Durchchecken gleicht der Prozedur am Flughafen, nur dass jeder Besucher hier noch ein Strahlenmessgerät tragen muss. Noch ist der Reaktor aktiv. Rund 7 Kilo Uran stehen im Reaktorbecken. Die bei der Kernspaltung entstehende Hitze interessiert hier nicht. Sie wird runtergekühlt. Die Forscher wollen nur die Neutronen, die auf solchen Strahlenautobahnen in Richtung Versuchsanordnung schießen. Hierdurch gehen die Neutronen und gelangen zum Experiment. Und an jedem Experiment können sich Wissenschaftler, Physiker, Materialforscher, Biologen ihre Proben hinstellen und sie dann mit Neutronen beschießen. Das kann man sich vorstellen wie mit Röntgenlicht. Eine in Deutschland bisher einzigartige Versuchsanlage. Wir sind hier in den Neutronenleiterhallen und hier werden die Experimente mit kalten Neutronen versorgt. Die kalten Neutronen haben die Besonderheit, dass die in beschichteten Glaskanälen zu den Experimenten geleitet werden. Diese Kanäle müssen mit Beton abgeschirmt werden. Am Ende geben die Neutronenströme Auskunft über die innere Beschaffenheit der zu untersuchenden Stoffe. Die Materialien, die wir anschauen, sind beispielsweise Energiematerialien, die wichtig sind für Batterien. Das sind große Gegenstände, das sind Pflanzen, in denen man die Aufnahme von Wasser zum Beispiel studiert. Rund 800 Wissenschaftler aus aller Welt betreiben hier Grundlagenforschung. Und der Reaktor Wannsee bietet dafür beste Möglichkeiten. Auch in Kombination mit anderen Umfeldeinflüssen, zum Beispiel Neutronenexperimente unter extremen Bedingungen. Dazu gehört eben sehr, sehr hohe Magnetfelder herzustellen, die Proben bei hohen Magnetfeldern zu untersuchen oder aber eben auch sehr tiefe Temperaturen. Doch die Anlage ist in die Jahre gekommen. Eine Neuaufstellung scheint unrentabel, obwohl Wannsee in der Welt der Wissenschaft einen guten Ruf hat. Die Versuchsanordnungen, die Experimente zeichnen sich dadurch aus, dass sie international nachgefragt sind bis zum letzten Tag. Das heißt also, wir spielen innerhalb Deutschlands die Rolle, aber auch international. Doch schon in 4 Wochen wird der Abbau beginnen und der Reaktor kaltgestellt. Wenn der Reaktor abgebaut wird und wir keine Neutronen mehr haben, dann fällt auch die Neutronenautobahn weg. In Berlin wird es diese Art der Forschung nicht mehr geben. Die Geräte, die hier entwickelt worden sind und auch die Methoden, die hier entwickelt worden sind, werden exportiert. Ein Teil davon geht nach Adlershof zum zweiten Forschungsstandbein des Helmholtz-Instituts. Ein Reaktor gibt es dort nicht, sondern die Berliner Elektronenspeicherringanlage BESSI. Für den alten Reaktor in Wannsee läuft jetzt der Countdown. 3, 2, 1, 0. Vielen Dank. Keine Kontamination. Bitte. Der Berliner Reaktor bringt es ja auch nur auf 1 Megawatt, ein richtiges Kraftwerk auf das 1000-fache. Aber auch ohne Uran soll in Wannsee weiter geforscht werden. Wir haben neben dem Reaktor ja auch jetzt schon eine Menge Labore. Wir forschen zu Solarzellen, solarerzeugten Wasserstoff, Energiespeichermaterialien, Batterien. Es ist auch gerade ein neuer Laborkomplex entstanden. Die vollständige Demontage des Reaktors wird fast 10 Jahre dauern und insgesamt 6 Millionen Euro kosten.